Ja, das Great Watchers. Könnten wir auch mal ablegen. Das ist eigentlich alles Zeug für sie hier, aber damit ist sie überladen. Dann nehmen wir ja einfach mal die weg. Und damit ist er wieder überladen. Circlet of War können wir hier ablegen. Mit dem bist du nicht überladen. Schädel und andere Knochen. Und das hier können wir auch ablegen. Headstrong and some skill in Spellcraft. Das klingt ja ziemlich nett. Du hast Zeug, was wir brauchen. Du hast Zeug, was wir brauchen. Mit dem Schlüssel bin ich mir nicht ganz sicher. Aber gut. Ja, da müssen wir lang. Und am besten wirklich an meinem Kreis laufen. Es ist einfach die Sache, die, dass es hier doch irgendwie lang gehen muss. Und ich bin unten. Aber wo soll es lang gehen? Hier war ich ja schon. Hab den Hebel umgelegt. Und hatte hier eigentlich auch alles erledigt. Hier den Stein. Das ist das Grinden von Stein auf Stein aus verschiedenen Richtungen. Okay. Da bin ich jetzt gerade hergekommen, oder? Das Problem ist halt wirklich. Ja, hier drin war ich auch schon mal. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Und damit eigentlich draußen aus dem Pit Maze Labyrinth. Da geht es wieder hoch in den Necromancy. Und hier bin ich auch schon alles abgegangen.
Du wirst da drüben übrigens hin, gell? Ja, jetzt bin ich wieder beim Ogerfeuertanz. Ich habe auch noch nie rausgekriegt, wie die Tür da drüben aufgeht. Au. So. So klappt das richtig gut. So. Und hier ist eigentlich auch nichts. Was man irgendwie drücken könnte. Okay. Au, au, au. Ja, ich hab's kapiert. Ich finde das Geräusch ganz lustig. Sind ja auch sicher keine Mäuler, wo ich was reinstopfen könnte, oder? Nö. Nö. Autsch. Und Federfall war aus. Gut. Bin jetzt aber wieder hier unten. Gib mir mal einen Stein, den wir einfach mal dahin tun können. Ich würde halt auf jeden Fall gerne da noch irgendwie reinkommen. Ich wüsste nur nicht wie. Was war eigentlich hier drin? Shuriken Unarmed Combat. Na, die Shuriken nehme ich mal mit. Und das Unarmed Combat Buch auch. Da ist der Teleporter aktiv. Der Knopf bringt mir nichts. Ich höre im Osten Stein auf Stein. Hab ich halt auch die ganze Zeit, was ist mit dieser Nische hier? Ja.
Der Zugang ist immer noch versperrt. Das ist der nicht ganz so angenehme Weg nach unten gewesen. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Das war halt eigentlich auch nicht erreichen. Naja, die Fallgruben hier sind auf jeden Fall so angeordnet. Treppe hoch, ja. Die zwei sind hier. Die vier sind die hier. Hä? Das ist das Feld, also das ist die Treppe, die ist hier. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Die habe ich auch schon geplündert, oder? Ja, Stormhammer, der bringt mir auch nichts. Das Ding macht nur wahrscheinlich, das geht da hinter mir auf. Also da will ich runterfallen. Ja, da ist ein Fehler in der Matrix. Aber ansonsten auch nichts. Da hat sich wahrscheinlich der Dungeon Macher um ein Feld vertan. Also das hat mir jetzt leider auch nicht geholfen. Die kann man leider auch nichts geben oder wegnehmen. Mal wieder runter. Dann zünden wir mal das hier wieder an. Und finden nichts hier drin. Ich kann auch leider nicht die Reben abbrennen, um hier was zu finden. Nö, das Ding kühlt ab. Das Ding kann erhitzen, okay. Das macht nur das wieder zu. Das macht die Teleporter wieder an. Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, was mir das bringen sollte. Da einen Stein reinzulegen, bringt mir auf jeden Fall nichts.